Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Folge hier bei Hero Tested zum Spiel Rainbow Six Extraction. Frisch auf dem Markt, sowohl in den üblichen Stores als auch im Xbox Game Pass, welchen ich benutze, um dieses Spiel zu testen. Und heute wollen wir im ersten Teil dieses Videos mal einen Einsatz komplett spielen. Also kein Tutorial, sondern die erste richtige Mission in den Monolith Gardens und im Anschluss dann gibt es von mir ein persönliches und subjektives Fazit, das sage ich immer wieder gerne, denn es heißt immer so, du hast Unrecht oder was redest du da? Es ist meine Meinung. Meine Meinung kann mit euch stimmig sein, die kann aber auch komplett anders sein. Ich möchte einfach nur eine persönliche Meinung dann geben, um eben für euch eine leichtere Entscheidung zu treffen, ob dieses Spiel für euch was ist oder nicht. Deswegen starten wir. Und ich denke mal, wir können jetzt erstmal wieder, oh ja, wir können die Schwierigkeit auswählen. Ihr seht es auch schon recht gleich ganz oben. Hier wird eine jeweilige Operatorstufe empfohlen. Und ja, Parasiten, Mutationsrisiko 50%, aber mehr EP. Gut, wir machen natürlich moderat. Gut, Story interessiert mich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht. Ich möchte Gameplay testen und wir können nun den Operator auswählen. Ich werde mal... Was haben wir denn? Kann ich ihn nicht auswählen oder wie mache ich das? Okay, das sind unsere Missionen. Wir haben ja wieder diese drei Subzonen. In der ersten Subzone müssen wir ein Elite-Ziel besiegen. In der zweiten Subzone anomale Nester zerstören. In der dritten Sprengstoff zum Ziel tragen. Wie immer, verbunden durch Luftschleusen. Und wir müssen nur eins machen. Aber ich will natürlich alle drei versuchen. Deswegen, ja. Unten stand doch irgendwas mit Parasiten. Ich weiß noch nicht, was das ist, aber ich kann es mir schon vorstellen. Gut, ich würde, glaube ich, jetzt bei Puls bleiben, denn durch die Wände schauen ist nicht schlecht. Der hier kann Köder locken, der kann Reaktion und Überleben erhöhen, Sprengstoff schießen, Annäherungsminen, die betroffene Gegner betäuben, auch cool. Feuert eine Reanimationspistole ab, um 15 zu heilen. Oh. Oder sich, beziehungsweise sich, okay, wiederbeleben, nicht schlecht. Erfasst für kurze Zeit alle sich bewegenden Gegner im Bereich. Interessant. Ja gut, der Taktikhammer und Vigil stört Gegner und macht ihn für kurze Zeit nicht aufspürbar. Interessant, aber ich bleibe jetzt erstmal beim Puls einfach. Treffe ich mal einen Außerirdischen und muss ihm direkt den Schädel wegpusten. Genau, du musst direkt den Schädel wegpusten. So, können wir schon eine Waffe benutzen? Nein, wie kriege ich denn diese Waffe? Es ist nicht verfügbar. Müssen wir das erst freischalten? Gut, dann bleiben wir halt einfach ganz normal bei der Pistole. So, und wir können jetzt, weil wir es haben, eine Mine reinbringen. Die haben wir freigeschaltet, indem wir React-Punkte ausgegeben haben. Da gab es ja jede Menge Sachen. Granaten, irgendwelche anderen Rüstungsteile. Wir können auch hier statt der Aufklärungsdrohne eins von diesen Sachen hier nehmen. Haben wir alles noch nicht freigeschaltet, deswegen bleiben wir bei der Drohne. Wir bestätigen die Ausrüstung und somit geht es jetzt los. Der erste richtige Einsatz. Also eins kann ich euch schon mal jetzt direkt sagen, zu dritt oder zu zweit zumindest würde es auf jeden Fall am meisten Spaß machen. Einfach dieses Absprechen, wer macht was, wie geht man vor. Aber auch alleine ist das, glaube ich, eine ganz nette Beschäftigung. So, da sind wir schon in New York City, genauer gesagt in den Monolith Gardens. Und wir müssen ein Elite-Ziel erledigen. Ja, dann schauen wir doch mal, wie schlecht ich bin. Wir gucken erstmal auf die Map. Oh ja, das ist sehr, sehr schön durcheinander. Okay, dann gucken wir doch mal. Als erstes natürlich das Ziel lokalisieren und dann nehmen wir doch gleich mal den Herzschlagsensor. Hier sind schon mal ein paar Nester. Ja, bei den Nestern ist halt so eine Sache. Lohnt es sich schon? Oder lohnt es sich, diese Nester generell zu zerstören? Ich meine, ja klar, wenn wir entdeckt werden, kommen da weitere Gegner raus, aber kriegen wir auch so Punkte? Ah, da steht's ja. Nestsäuberung, Nestknaller. Genau. Es sind ja Zusatzherausforderungen, die wir haben. Wo kann man die sehen? Hier sehen wir unser Team, hier sehen wir unseren Operator. Wo sehen wir unsere Zusatz, unsere... Ihr wisst schon immer die Herausforderung, die ich habe. Na gut. Was ist das hier? Was? Was passiert? Oh Gott. Was war denn das für eine Mine? Da ist das Elite-Ziel. Oh Gott, der ruft die Leute. Oh Gott, wir haben es geschafft. Okay, wir versuchen uns mal als Entdeckung zu begeben. Da sind anscheinend jetzt hier Gegner gekommen. Warum ist dieses Teil da explodiert? Ich wusste nicht, was das war. Das schien wie so eine Art Blendmine zu sein. Da ist ja einer.
So wie ist es? Sehen die uns, oder? Oh ja. Oh Gott. Alter Schwede. Was heißt da Streiter plus 15? Was heißt das? Okay, wir versuchen mal schnell in Deckung zu gehen. Ich weiß nicht, wie schlau die KI ist. Ich weiß nicht, ob man sich quasi verstecken kann. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Also, dass wir quasi... Okay, er hört uns da drüben. Können wir uns da hinten verstecken, dass er da hinguckt, aber uns nicht sieht letztendlich. Okay, es läuft auf jeden Fall hier irgendwo einer. Scheiße. Moment. Oh oh. Da ist auf jeden Fall da einer hingelaufen. Moment. Ja, da ist er. Perfekt. Schwachstelle ist der Kopf. Okay, das ist natürlich klar. Weg mit dem Teil. Gut, wir müssen eh ein paar Nester zerstören. Da sind wieder diese blöden Minen. Nein, nein, nicht rufen. Alter Scheiße, ich bin so schlecht, Freunde. Da ist wieder so ein Elite-Ziel. Wo ist der hin? Oh Gott, Leute, das ist richtig brutal. Das ist richtiger Stress. Habe ich nicht irgendwie in der ersten Folge irgendwas gesagt mit, ja, das ist ganz entspannt. Hallo, wie geht's Ihnen? Was haben Sie da für komische Arme? Komm, jetzt, wir brauchen nicht irgendwie Muni sparen oder so. Treffen wäre aber gut, was? Scheiße, die machen das ganz gut. Okay, wir können hier anscheinend, Moment. Oh Mann. Lad nach. Lad schneller nach. So, ich habe mal hier eine kleine Idee. Wir können doch hier eine kleine Verstärkung reinbauen. Es geht nur da. Oh Gott, geh weg. Wir müssen mal ein bisschen weggehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir versuchen mal ein bisschen Deckung zu gehen. Ich bin kein guter Spieler. Ich bin wirklich kein guter Spieler. Es sieht auch, glaube ich, sehr, sehr beschämend aus, wie ich mich hier verhalte. Obacht. Wo kommen denn die alle her, ey? Oh, ich bin schlecht. Okay. Weg damit. Wir müssen noch ein paar Nester so zerstören. Wir machen schnell einen Takedown. Jawohl. Oh Gott, Freunde. Okay. Es ist sehr schwer. Ich stelle mich aber auch blöd an. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Wir wollen ja nicht gleich am Anfang alles perfekt können. Was ist denn immer dieses plus 10? Das sind glaube ich, irgendwelche Punkte, die wir bekommen. Muni niedrig? Ja, gut. Ich verballer die auch ganz schön. Oh, scheiße, die Nester, die Nester. Hallo, geh weg! Oh Gott, nein! Oh, Hilfe! Weg mit dir, du blödes Nest. Das ist nicht der optimale... Oh, da ist noch so ein... Elite-Monster. Yes, wir haben es geschafft. Gut, wir haben es geschafft. Das heißt, wir können jetzt zur Evakuierungszone gehen. Und ja, das will ich jetzt auch ganz, ganz schnell. Oh Gott! Ach, die haben auch eine Lebensleiste. Oh Gott. Ach, das war jetzt der letzte. Hilfe, ich checke überhaupt nichts, Freunde. Das ist richtiger Stress. Oh. Hallo? Das ist schon ein halbes Horrorspiel, Freunde. Kann ich da klettern? Nein, das ist kein COD. Was ist da für ein Frosch? Okay, es gibt auf jeden Fall schöne verschiedene Gegnertypen. Geht doch weg. Leute, ich bin ein miserabler Schütze. Ich will einfach nur in die nächste Evakuierungszone. Ich meine in den nächsten Luftschleusenbereich. Oh Gott. Ich sollte mal ein bisschen die Schulter locker lassen. Ist hier was drin? Nee, geh rein. Los. Oh. Ja, es läuft sehr gut. Ich stelle mich auch an wie der größte Dolly, Freunde. Ja, meine Minen, die müsste ich mal einsetzen, tatsächlich. Was willst du? Das ist nicht dein Bereich. Geh raus. Warum hält denn so viel aus? Es ist ein Blender. Ah, okay. Oh, oh, da ist der nächste. Ja, ich gehe ja schon. Der kann ja einfach mit hier rein. Keine Munition. Anomale Nester entdeckt. Alles klar.
Ich habe kaum Muni. Ich verplemper die Muni wie sonst was. Okay, alles klar. Probieren wir unser Bestes. Versuchen wir mal wirklich mal wieder ein bisschen schleichenmäßiger hier anzugehen. Das ist Rainbow Six und kein Apex Legends oder sonst was. Je nachdem, wie es jetzt läuft, werde ich nur noch entweder hier weitermachen. So, jetzt benutzen wir aber erstmal hier unsere Drohne. So. Können wir damit auch pingen? Was ist denn X? Ach, X ist scannen, alles klar. Brokkoli. Ja, kein Wunder, dass es am Boden liegt. Ach, so schlecht schmeckt Brokkoli doch gar nicht. keiner da. Vielleicht weiter nach oben. Ja, ihr seht die Batterieanzeige in der Mitte. Sind das nicht solche Nester hier? Jetzt weiß ich gar nicht, wie das auch ist mit der Drohne. Also ich nehme sie jetzt mal zurück. Ob die sich wieder aufladen muss oder so, wie ist das? Wird jetzt nichts gesagt. Na gut, wir machen mal weiter. Die Zeit läuft ja eh runter, die darf ich auch nicht vergessen. Die Munition ist niedrig, das weiß ich. Die roten Fußabdrücke erfassen auch nichts Gutes. Wenn ihr Probleme mit der Zielsuche habt, nehmt ein Aufklärungshilfsmittel. Wir brauchen kein Aufklärungsmittel. Brauche ich mal Munition. Ich setze den Sensor ein. Weitere Nester, wir müssen eh noch ein paar Nester zerstören. Los! War nicht eins? Ach da. Weg damit. Was? Die kommen. Okay, wir müssen Neoplasma. Was? Anomale Nester auslöschen, um Neoplasma zu öffnen. Gut, dann versuchen wir das mal. Gott, ey. Ach so, da müssen wir das öffnen. Okay, wir müssen jetzt irgendwelche Nester. Okay, wir suchen. Oh, hallo. Da ist ein Nest. Da hinten ist ein Nest. Da oben. Wir gehen mal nach oben. Okay, wir sehen. Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, was später alles passiert. Also wie viele Zombies es später hier so gibt. Nennen sie jetzt einfach mal Zombies. Also die Zeit, das ist schon ein Druck hier. Also will ich ja nicht verneinen hier. Da unten. Hier hinten. Hallo? Oh Gott. Bin so schlecht. Okay, gut. Was ist das da am Boden? Oh Gott. Was ist das für ein Schleim? Das Muni. Wie viel Muni ist das? Oh, es füllt komplett auf. Oh. Wer ist denn das? Ist das einer aus Destiny? Mir egal, was er ist. Weg mit dem. Er blendet. Okay, schnell einen Takedown machen. Leute, ich check überhaupt nichts. Hilfe. Also gefällt mir schon mal sehr gut. Viele verschiedene Statuseffekte wie Blenden ins Gesicht, was weiß ich, alles. Scheiße. Ich sag's euch, wenn die KI schon Blendgranaten einsetzt. Oh, hier ist Medikit. Gut. So, wir müssen diese verdammten Nester finden. Das kann doch nicht sein. Hier ist dann die nächste Zone. Da haben wir aber noch nichts zu suchen, weil wir haben es hier noch nicht geschafft. Was ist das? Sind es so Studien, die ich jetzt gerade da aktiviert habe mit diesem Baum? Okay. Wird nichts angezeigt. Da oben. Wir gehen mal da unten durch den Durchgang. Es muss ja in der Nähe da eigentlich sein. Kann ja nicht sein, dass ich nichts finde. Genau, hier waren wir ja vorhin. Oh Gott. Moment, von der Seite! Den habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja, ich weiß, es sind diese grünen Nester, die wir machen müssen. Oh Gott. Leute, das ist richtiger Stress. Der kann schießen! Was ist denn das für einer? Wir müssen mal so eine Granate... Ja, ich will sie... Achso, die wirft das auf den Boden. Oh Gott! Das ist nur eine Erkennungsmine, das weiß ich auch, aber... Okay. Aber da sind schon mal die Nester. Sehr gut.
Weg mit dem. Oh Gott, ich check überhaupt nichts. Hier sind alle Gegner. Scheiße. Scheiße. Nein. Kontakt zum Operator abgebrochen. Gilt jetzt als vermisst. Gilt jetzt als vermisst. Alter Schwede, ey, das war jetzt richtig brutal. Okay, man kriegt die EP noch von der Subzone, die man geschafft hat. Ja, ist doof angestellt, ey. Gut, der Operator kriegt natürlich auch seine EP, ist klar. Ja, und soweit ich das jetzt verstanden habe und so wie es auch im ersten Video war, wie die Frau es gesagt hat, er gilt nur als vermisst. Das heißt, es gibt jetzt eine Vermissten-Person, eine Vermissten-Mission, wo wir uns den Operator wiederholen können. Ob das so einfach ist, glaube ich jetzt nicht, aber gut. Alles klar, wie sieht das jetzt aus? Jetzt müsste er bestimmt irgendwie rausgestrichen werden oder so. Ja, vermisst, hurra. Aber kann man dann komplett scheitern? Was ist denn, wenn alle Operator weg sind? Das ist interessant. So, und wie würde das jetzt aussehen? Hier, vermisst Operator. Bei deinem nächsten Besuch auf dieser Karte wird automatisch ein Vermisstziel aktiviert. Eine erfolgreiche Rettung bringt dir große Belohnungen ein. Bis dein vermisster Operator gerettet wird, ist der nicht einsatzbereit. Sämtliche von diesem Operator erworbenen EP sind in deinem React-Fortschritt eingefroren. Das Scheitern einer vermissten Rettung führt zum Verlust eines Teils deines Fortschritts dieses Operators. Aha. Bringe Operator auf Bewährungsstufe 10, um ihren Fortschritt zu sichern. Um sicherzustellen, dass du immer einen Übergriff starten kannst, wird das Spiel, wenn nötig, den Operator automatisch zurückschicken, der als erstes gefangen wurde. Ach so, dass immer ein Übergriff gestartet werden kann. Du kannst also nie alle verlieren. Ja, und ihr seht es ja auch schon, ich habe hier schon einen vermisst. Okay. Alles klar. Ich verstehe. Gut. Ich glaube, damit habe ich genug Eindruck gesammelt. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir weiter zum Fazit von Rainbow Six Extraction. Da sind wir also nun beim Fazit. Ja, beim Fazit. Ich habe mir ein paar Sachen zusammengeschrieben. Ich fange mal ganz gerne mit dem Preis an. Also, mit was für einem Spiel haben wir es denn eigentlich nochmal zu tun? Ihr habt es jetzt gesehen in den beiden Gameplay-Folgen. Wir haben einen taktischen PvE-Ego-Shooter mit einer quasi sitzungsbasierten Mechanik. Also werden immer eine Map reingeworfen, die können wir dann so lange machen, wie wir es schaffen, beziehungsweise wie lange wir Bock drauf haben, und dann werden wir evakuiert und dann kriegen wir Punkte, können neue Sachen freischalten und so weiter und so fort. Und ja, der Preis. Wir haben einen Preis von 40 Euro. Das ist nicht so der AAA-Standard, sag ich jetzt mal. Der liegt ja immer so bei 60 bis teilweise auch 70 Euro. Was das Ganze so attraktiv macht, ist einfach die Tatsache, dass du erstens dieses Spiel im Game Pass hast. Und den Game Pass, den kriegst du schon teilweise für 1 Euro pro Monat als Test. Also du hast quasi einen Monat, um dieses Spiel zu testen. Was bei der normalen Version, also wenn du es dir kaufst für 40 Euro, ebenfalls sehr, sehr geil ist, ist der sogenannte Buddy Pass, von dem ich auch vorhin was gelesen habe. Du kannst also das Spiel kaufen, du kannst bis zu 2 Kollegen einladen, die sich dann dieses Spiel auch downloaden können. Und dann kannst du mit denen, glaube ich, sogar über 10 Stunden, ich glaube irgendwas 18 Stunden, so 10 bis 18 Stunden, kannst du mit denen das Spiel quasi testen, wählst natürlich all deinen kompletten Fortschritt, und das ist schon eine Menge. Normalerweise, wenn ich jetzt an Spiele denke, wie zum Beispiel Ghost Raccoon, Breakpoint oder so, da gab es, glaube ich, dasselbe Prinzip, nur mit 5 Stunden. Und das sind einfach mal, das ist fast ein kompletter Tag. Und das ist schon sehr, sehr ordentlich. Und das macht's schon so attraktiv, dass du sagen kannst, ja, warum testen wir es nicht mal, ne? Genau. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier ein typisches Rainbow Six Spiel. Das merkst du sofort am Interface, das merkst du am Waffenhandling, das merkst du an den ganzen Gadgets und so weiter. Es ist typisch Rainbow Six, und das ist etwas Positives. Denn Rainbow Six, wenn wir Rainbow Six Siege nehmen, das ist ein tolles Spiel, das ist generell eine tolle Reihe. Natürlich, die taktische Komponente wird hier groß geschrieben. Du kannst die Level nicht mit der Brechstange einfach so durchrammen. Das habe ich jämmerlich versucht und ich bin krass gescheitert. Deswegen, eher der Stealthig. Aber man muss trotzdem sagen, es gibt mehrere Lösungsmöglichkeiten. Du kannst komplett Stealth durchgehen, du kannst Gegner töten, du kannst komplette Gegner auch einfach ignorieren. Du kannst einfach straight
die Hauptmission erledigen und dann verpisst du dich wieder. Deswegen gibt viele Möglichkeiten. Neben den vielen Möglichkeiten gibt es natürlich auch viele Operator, die du auswählen kannst. Das sind jetzt momentan, du kannst 9 am Anfang direkt spielen, die nächsten kannst du dann freischalten. Alle Operator oder die meisten Operator, wie es auch im Hauptspiel gibt. Ich denke mal, da werden dann irgendwann im Verlauf der nächsten Monate alle verfügbar sein. Es waren ja noch nicht alle jetzt da. Es gibt ja mittlerweile sau viele Operator. Deswegen, ja, gibt auf jeden Fall jede Menge zu testen und zu spielen. Einstellbare Schwierigkeitsgrade hat man gesehen. Wir haben mit moderat die einfachste Stufe und dann gibt es noch 3 schwierigere Stufen. Aber ich denke mal, für jeden ist da die passende Stufe dabei. Und ich bin ja selbst bei der leichtesten Krachen gescheitert. Also eine Lernkurve ist auf jeden Fall da. Sie ist auf jeden Fall da. Verschiedene Gegnertypen habe ich mir auch notiert. Das finde ich auch gut, denn ja, ich wurde geblendet. Ich wurde im Nahkampf angegriffen. Dann hat der eine wie Mega Man aus seinem Arm rausgeschossen. Dann wurde ich vergiftet. Also, was ist das? Du bist völlig überfordert erstmal. Und es wird noch ziemlich, ziemlich viele weitere Gegnertypen geben. Es wird irgendwelche Tanks geben, es wird irgendwelche Gifttypen geben, dann würde ich bestimmt irgendeiner mal so festhalten oder so. Oh, ich will es gar nicht wissen, aber das ist auch cool. Nicht nur diese typischen, ja, ich bin ein Zombie, ich laufe auf dich zu und mach einmal, sondern halt, ja, ich schieße auch mal einfach mal von der Distanz, wo du überhaupt nicht mit rechnest, wo du dir so denkst, warum schießt du denn jetzt auf mich? Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Von der Performance her ist super. Absturz hatte ich jetzt auch nicht gehabt. Grafisch sieht das auch ganz gut aus. Die Grafikeinstellung, die ich hatte, die war jetzt auch nicht auf Maximum. Natürlich muss ich jetzt bei mir gucken wegen Aufnehmen und so. Aber da gibt's auch noch jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Das passt eigentlich auch. Und ja, das sind eigentlich so die positiven Merkmale. Habe ich noch was notiert? Ja, was ich auch interessant finde, ist diese Spielmechanik mit den Subzonen. Das ist jetzt nichts extra Originelles oder Innovatives, aber du kannst dich halt entscheiden. Willst du nur die erste Mission machen? Willst du dich dann verdrücken? Oder willst du noch die zweite machen? Oder willst du alles schaffen? Dir wird die Wahl gelassen, ne? Wie krass bist du drauf? Seid ihr on a roll als Team? Das macht dieses Spiel umso besser, wenn du eben im Koop spielst. Das heißt, mit einem Kumpel zu zweit oder zu dritt, das ist, glaube ich, so die Hauptgruppe, die du mit diesem Spiel erreichen willst, und das kannst du. Es macht mega Laune. Du kannst dich absprechen. Jeder nimmt den passenden Operator und man kann immer so ein bisschen probieren. Ja, bin ich eher der Support? Bin ich mehr der Tank? Bin ich mehr der offensive Guy? Was weiß ich? Oder benutze meine ganzen Gadgets? Was weiß ich? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja. Contra, es ist immer schwierig, negative Sachen zu finden. Ich habe mir jetzt mal notiert, teilweise zu stressig. Das ist natürlich jetzt ein merkwürdiger Punkt, mag sich der eine oder andere fragen, aber ich kann mir durchaus ein paar Spieler vorstellen, die gehen da rein und denken irgendwie, sie sind der krasse Shit, und dann kriegen sie einfach richtig auf den Sack oder wissen überhaupt nicht, wie, wo, was ist, und werden schnell frustriert. Weil du brauchst diese Taktik, wie ich es schon vorhin gesagt habe, eine Brechstange, die funktioniert nicht. Du kannst nicht wie Rambo da einfach reingehen. Ja, vielleicht geht's ja doch irgendwie, wenn du mal einen Operator mit einem MG nimmst und heizt einfach rein. Aber das würde nicht funktionieren. So, und dann, ne, du hast 15 Minuten Zeit pro Subzone, dann musst du erst alles finden, dann kommen immer wieder Gegner von links, von rechts, von oben und was weiß ich. Vielleicht erwartest du es auch ein bisschen anders, aber ja, ob es negativer Punkt ist, müsst ihr selbst entscheiden, aber das ist nun mal das. Frustration kann natürlich kommen. Die Frustration kann auf mehreren Wegen kommen. Wenn du zum Beispiel knapp vor Ende einer Subzone scheiterst und du denkst, Mann, jetzt muss ich den ganzen Kack schon wieder machen. Aber so ist das eben. Du lernst draus. Aber es gibt viele Leute, die sind ungeduldig, die wollen schnell großen Fortschritt haben, aber den gibt es eben da nicht. Du musst eben so ein bisschen grinden und auch mal die Nebenherausforderungen machen, einfach diese Credits sammeln. Das ist einfach so. Noch was habe ich mir aufgeschrieben, das könnte ich mir auch vorstellen. Wir hatten es ja gesehen bei meinem Gameplay. Es gab ja die Mechanik, wenn du stirbst, ist dein Operator weg. Das heißt, er gilt als vermisst. Und überlegen wir doch mal Folgendes. Du hast eigentlich nur einen Operator. Du spielst nur mit dem, weil du mit den anderen nichts anfangen kannst. Oder ist dein Lieblingsoperator. Und dann ist er weg. Und dann denkst du dir so, wieso machen die den weg? Jetzt muss ich diese blöde Mission machen, wo ich ihn verloren habe. Und dann ist der Operator weg. Das kann man auch als Pro-Argument sehen, wo du dir so denkst, so, hey, das ist ja geil, jetzt kann ich mir wieder erkämpfen. Mit dieser Mechanik, wo ich mir aus diesem Baum rausziehen muss. Aber andere sagen dann wieder, hey, ich kann nur mit dem, ich will nur mit dem, was soll denn das, gib mir meinen Operator wieder. Kann man auf beiden Seiten sehen, aber ja. Im Großen und Ganzen überwiegen die Pro-Argumente eindeutig. Vor allen Dingen, dass du es günstig spielen kannst,
dass du es mit Kollegen spielen kannst, ein tolles PvE-Koop-Spiel hast, was generell eine gute Abwechslung ist. Wir haben sehr viele PvP-Titel, sehr, sehr viele, auch im Shooter-Bereich. Wir haben CODs, wir haben Battlefield, was jetzt gescheitert ist, aber gut, das ist was anderes. Man hat sehr viele PvP-Spiele und mal jetzt so ein PvE-Spiel, sitzungsbasiert, Ego-Shooter im Stile von Rainbow Six, und Rainbow Six Siege ist ja auch schon sein Alter. Also es ist eine tolle, tolle Alternative. Kann ich jedem Shooter-Fan empfehlen. Testet es. Holt euch den Game Pass für 1 Euro im Monat. Also es gibt so einen Testzeitraum. Wenn ihr das erste Mal den Game Pass holt, kostet der nur 1 Euro pro Monat. Ihr könnt das Abo jederzeit kündigen. Ihr könnt euch auch mit bis zu zwei anderen Kumpels zu dritt zusammensetzen. Dann gibt es den Buddy Pass für die anderen. Da könnt ihr es auch testen für über 10 bis 15 bis maximal, glaube ich, 18 Stunden. Was will man denn eigentlich mehr? Finde ich absolut fair. Deswegen kann ich es empfehlen. Und ja, das war mein Test zu Rainbow Six Extraction. Ich muss auch persönlich sagen, es gefällt mir eigentlich richtig gut. Also ich werde da wohl das auch mal im Koop spielen. Und ich denke, das macht dann noch umso mehr Spaß. Und dann wird man sehen, wie gut man ist, wie gut man sich abspricht. Und ich denke, das kann auch zu viel Frust führen unterhalb der Freunde, der Freundschaften mit dem Koop-Partner, wenn du denkst, so, wieso hast du das nicht gemacht oder wieso legst du da keine Miene hin oder... Aber es ist ein schöner Lernprozess, um eben zu wissen, wie spricht man sich ab, wie verhält man sich taktisch und ja, das soll es gewesen sein zu diesem Test. Was haltet ihr von dem Spiel? Wollt ihr es jetzt auch haben? Wollt ihr es nicht haben? Was findet ihr gut, was findet ihr schlecht? Haut alles in die Kommentare rein, was ihr wollt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Testvideo. Macht's gut, Freunde. Bleibt gesund und bis dann.